Was den Einsatz von Medikamenten bei den Eigenheiten und bei dem ADHS betrifft, ist das eine sehr unterschiedliche Geschichte und zweischneidige Geschichte. ADHS selbst ist keine Krankheit, sondern eine Eigenheit des Gehirns zu agieren, zu reagieren, zu handeln, zu sich zu steuern und sich zu entwickeln. Also keine Krankheit. Aber es kann sein, dass man im Laufe der Zeit durch diese Eigenheit, dadurch, dass das alles nicht klappt, dadurch, dass ich mit der Umwelt nicht zurechtkomme, dadurch, dass ich mich wirklich unglücklich und hilflos vor allen Dingen fühle und ängstlich bin, was nicht immer wie Angst aussieht, was oftmals wie Aggression aussieht und wie Opposition aussieht, dass das dazu führt, dass ich tatsächlich hier in meinem Umfeld krank werde. Dass ich dann nicht mehr mich ausreichend steuern kann. Das haben wir bei den Überforderungen, die wir in der Schule und in den Klassen haben, in der Stadt, in den Stadtklassen mit bis zu Schülern, bis zu 28 Kindern in der Klasse und nicht die Möglichkeit haben, hier ausreichend sich körperlich zu entwickeln und sich auszutoben und nicht nur auf dem Schulhof sich auszutoben. Und eigentlich wäre hier die Möglichkeit, im Wald zu sein. Ich sage immer, wenn Sie in der Schweiz in den Bergen wohnen, haben Sie viel weniger Probleme damit. Aber wir wohnen eben häufig in der Großstadt und in diesen engen Verhältnissen, in dieser Machtauseinandersetzung und Reibung. Und da kann es dann manchmal notwendig sein, dass das Lernen blockiert ist. Und unter solchen Umständen kann es schon mal sehr, sehr hilfreich sein, Medikamente einzusetzen. Dieser Medikamenteneinsatz ist allerdings eine sehr, sehr feinfühlige Geschichte. Da muss man schon sich ganz individuell mit dem Patienten beschäftigen, also mit dem Kind oder dem Jugendlichen oder dem Erwachsenen beschäftigen und ganz individuell die Medikamente, die vorhanden sind, die übrigens sehr unterschiedlich vertragen werden und wo sehr unterschiedlich darauf reagiert wird, dass dieser Medikamenteneinsatz dann tatsächlich auch zu einem Segen führt. Manchmal führt es dazu, dass dann die Lehrer sagen, naja, wir haben mit diesem Schüler hier gute Erfahrung, gehen Sie mal und lassen Sie sich das Medikament geben, weil dann denken wir, dass der damit auch gut zurechtkommt. Das muss nicht immer sein, das kann sein. Und hier ganz individuell vorzugehen, ist einfach wichtig. Aber es reicht nicht nur, das Medikament zu geben. Ganz wichtig dabei ist vor allen Dingen die Bewegung, den Sport, und zwar den hochaktiven Sport und das schon früh beginnen, damit nicht erst sich irgendwelche Langsamkeiten und Aversionen einschleichen. Diese Sachen, dass der Körper sich motorisch entwickeln kann und auspowern kann und vor allen Dingen durch den Sport auch meistern kann, sich selbst mit seinen Fähigkeiten ausprobieren und körperlich sich meistern kann und damit sich natürlich auch wohlfühlen kann. Und dann wissen wir, dass Bewegung Glückshormone freisetzen. Und gerade diese Glückshormone können diese Kinder, Jugendlichen und auch Erwachsenen gut gebrauchen. Und damit kann man dann häufig miteinander eingesetzt
Also Medikamente und das andere dazu dafür sorgen, dass diese Medikamente im Laufe der Zeit reduziert werden können und vielleicht dann sogar abgesetzt werden können. Es besteht in den ganz außergewöhnlich seltenen Fällen, wo das im Erwachsenenalter dann noch die Medikamente weitergeführt werden müssen. Aber wenn das richtig gemacht wird, ein mentales, intensives mentales Training, ein intensives körperliches Training dazu gemacht wird, sind die Medikamente auf Dauer nicht mehr notwendig.